Hi, ich bin Tobias. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wie das eigentlich so sein muss, wenn deine Familie hier schon lange lebt und du trotzdem irgendwie nicht dazugehörst. Und da habe ich eine Kurzgeschichte drüber mitgebracht und die heißt: Er weiß, dass es nichts bringen würde. Mit einem Seufzer schaltet Yusuf das penetrante Geräusch des Weckers aus. Zweimal hatte er das Klingeln jetzt schon ignoriert, aber das tat er jeden Morgen. Später als 6:04 ist er noch nie aufgestanden. Die Bahn, mit der er ins Büro fährt, geht 5:07 und Yusuf hat sie noch nicht verpasst. Er ist immer pünktlich. Dann seine übliche Morgenroutine. Aufstehen, frühstücken, waschen, Zähne putzen, raus aus dem gemütlichen Schlafshirt, rein in die Jeans und das Hemd in die Hose. Sein Arbeitgeber legt Wert auf seriöses Aussehen. Sein Bart ist immer perfekt gestutzt, geht er doch wöchentlich zum Barbier um die Ecke. Der Laden gehört seinem Onkel, den von seinem Vater, Yusufs Opa, übernommen hat. Der war Anfang der 70er Jahre als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und hatte nach der Pleite seines Arbeitgebers wieder sein altes Handwerk aufgenommen. Und die Familie war seitdem genau dort geblieben. In der dritten Generation leben sie nun schon in diesem Viertel. Durch dieses Viertel, das ihm so vertraut ist, geht Yusuf nun in Richtung Haltestelle. Er kennt hier jeden Stein und jeden Laden. Er geht an dem Hinterhof vorbei, in dem er früher mit seinem besten Kumpel Paul gekickt hat. Und Paul musste sich damals immer rausschleichen, weil seine Eltern nicht wollten, dass ihr Sohn mit den Türken spielt. Yusuf hätte Pauls Eltern damals gerne gesagt, dass er in Deutsch bessere Noten schrieb als Paul, doch er weiß, dass es nichts bringen würde. Als Yusuf in den Bus einsteigt, ist dieser wie jeden Morgen schon gut gefüllt. Es ist eine bessere Wohngegend. Den einen oder anderen kennt er bereits und er nickt ihnen zu. Nach der nächsten Haltestelle ist der Bus schon fast voll besetzt, aber neben Yusuf ist noch ein Sitz frei. Eine alte Dame steigt in den Bus und stützt sich dabei auf einen Gehstock. Eine jüngere Frau, womöglich ihre Tochter, hilft ihr dabei. Sie schaut sich im Bus um, sieht den freien Sitz neben ihm. Sie steuert darauf zu, doch dann fällt ihr Blick auf Yusuf, der bereits wieder aus dem Fenster schaut. Bevor ich mich neben so einen setze, bleibe ich lieber stehen, hört er die Frau abschätzend zu ihrer Tochter sagen. Yusuf hätte ihr gerne gesagt, dass er auch freiwillig für sie aufgestanden wäre, doch er weiß, dass es nichts bringen würde. Die alten Leute werden sich nie ändern, denkt er. Also steht Yusuf wortlos auf und würdigt die Frau keines Blickes. Merklich überrascht setzt sie sich hin, sagt aber nichts. Yusuf nimmt sein Handy aus der Tasche, steckt sich die Kopfhörer ins Ohr und sucht in seinen Apps nach dem Musikplayer. Bevor er die Musik anschaltet, hört er, wie ein Mann mittleren Alters hinter ihm zu seiner Frau sagt: Ja, ja, die armen Flüchtlinge brauchen unsere Hilfe, aber für ein Smartphone ist Geld da, Schmarotzer. Yusuf hätte ihm gerne gesagt, dass nicht jeder Mensch mit dunkler Hautfarbe ein Flüchtling ist, und er hätte ihm gerne gesagt, für wie viele Flüchtlinge, die er kennt, das Smartphone der einzige Kontakt zu ihren Familien nach Hause ist, doch er weiß, dass es nichts bringen würde. Er schluckt seine Wut hinunter und schaltet die Musik an. Als er den Bus verlässt, geht er noch schnell zum Bäcker rüber, um sich für die Mittagspause schnell ein Brötchen zu holen. Nachdem er bestellt hat und die Verkäuferin dabei ist, sein Leberkäsebrötchen in eine Tüte zu packen, wird er von hinten angestupst. Sie sprechen aber schon gut Deutsch, immer dranbleiben, so geht Integration, sagt die Frau im teuren Pelzmantel hinter ihm. Yusuf würde er gerne sagen, dass er schon immer Deutsch spricht und Türkisch nur mit ganz starkem Akzent. Und er würde ihr gerne erzählen, dass er sich jeden Sommer wie ein Fremder fühlt, wenn er zur Familie in die Türkei fliegt. Die alten Frauen dort, die lachen über seinen Akzent, die Männer schütteln nur ihren Kopf. Doch er hat keine Zeit, ihr das zu erzählen. Er will ja pünktlich im Büro sein. Er würde ja all das gerne erzählen, doch er weiß, dass es nichts bringen würde. Also antwortet er nicht, bezahlt, nimmt sein Brötchen und verlässt die Bäckerei. Aus der halbgeschlossenen Tür ruft ihm die Frau hinterher. Ein Dank hat auch noch nie jemandem geschadet. Im Büro ist er dann wie jeden Morgen der Erste. Als er 12 mit seinen Kollegen in der Mittagspause draußen in der Sonne auf einer Bank sitzt, schlägt einer von ihnen die Bild auf. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ruft er plötzlich. 60% der in Deutschland lebenden Türken stellen den Islam über das Grundgesetz, liest er vor und zeigt auf eine Grafik. Wie ist das bei dir? Yusuf schluckt den letzten Bissen seines Leberkäses runter, steht kopfschüttelnd von der Bank auf. Er hätte seinem Kollegen gerne gesagt, dass er eine Moschee erst einmal von innen gesehen hat, auf einer Schulexkursion. Doch er weiß, dass es nichts bringen würde. Nach der Arbeit trifft er sich noch mit einem Freund im Park auf der Grillwiese. Sie hatten ihm schon auf WhatsApp geschrieben, dass es später werden würde. Und so setzt er sich schon mal alleine in die Sonne. Aus der mitgebrachten Kühltasche holt er eine Flasche Bier und trinkt genüsslich den ersten Schluck. Neben ihm auf der Wiese sitzt eine Gruppe dunkel gekleideter Jungs, die ihn schon die ganze Zeit beobachten. Einer ruft: Ey du Kanacke, versäust du wieder unsere Steuergelder? Verpiss dich hier! Yusuf hört die Aggression in seiner Stimme und mit etwas Angst steht er tatsächlich auf. Die Jungs johlen ihm hinterher, was sie schreien, versteht er schon gar nicht mehr. Viel zu sehr ist er in seine Gedanken versunken. Er würde ihnen gerne sagen, dass er jeden Tag 8 Stunden arbeitet und Steuern zahlt, doch er weiß, dass es nichts bringen würde. Er wird niemals Deutscher sein, denkt er. Und er würde gerne alles tun, um hier endlich nicht mehr nur der Ausländer zu sein, doch er weiß, dass es nichts bringen würde. Auf dem Heimweg fällt sein Blick auf sein Plakat einer Integrationskampagne. Darauf sieht er ein weißes und ein dunkelhäutiges Kind, die Arm in Arm zusammen lachen. Integration, die allen jetzt steht darunter. Yusuf muss lachen. Irgendwo in Deutschland. Überall in Deutschland. Dankeschön.